Hi, willkommen zurück bei DGV. Ich bin Sir Doomsday. Willkommen zurück zu Resident Evil Village, Folge 16. Wir sind letztens hier stehen geblieben in der Fabrik. Unsere Aufgabe ist es, hier zu entkommen. Und genau das werde ich jetzt mal versuchen, ob ich hier rauskomme. So, mit Duke habe ich schon gesprochen, gespeichert habe ich hier auch. Dann gehen wir mal weiter. Was haben wir denn hier? Wir haben hier einen Bauplan. Okay, dann auf durch die Fabrik. Bin gespannt. Hier ist alles blau. Sieht schon sehr einladend aus und man hört schon Gegner. Okay. Da scheinen viele zu sein. Eine Art Steuereinheit, sieht leicht zerstörbar aus. Aber klar, das ist der Wort. Ich hab wieder auf den Kopf. Die halten aber mehr aus als die normalen. Auf jeden Fall mehr aus als die, die hier auf dem Boden rausgekrochen kommen. Interessant. Da die wohl modifiziert, der Heisenberg. Das ist schon eine echt kranke Familie. Wow, kannst du da nicht rüberhüpfen, Even? Kein Strom, oder? Scheint nicht genügend Strom drauf zu sein. Wer hätte es gedacht? Pistolenmunition verballern, haben wir ja genug. Geld nehme ich mit. Noch mehr Geld. Ja, ist doch teuer, die anderen Waffen da noch. Auch wenn ich dafür gar keinen Platz habe. Wahrscheinlich. Man sollte meinen, dass in der Fabrik viel mehr Schrott rumliegt. Was ist das? Hey. Hä, ich wollte Chemikalien, klar. Was hat der mit denen gemacht? Okay. Hä? Gießanlage und Wandfertigtiefung. Habe ich nichts. Das ist eine Gießanlage, aber ohne Kokile ist sie nutzlos. Ups, sorry. Hallo Jungs. Strom drauf. Oh, was bist du für einer? Siehst gefährlich aus. Als ob der nicht gleich aufsteht. Nee, das ist so
er den gebaut? Sieht schon übel aus. Was für ein Riesenkörper. Relief Coquille. Bleibst du sitzen? Nein. Nein. Nein, nein. Bleib du mal deinem Raum. Wobei, der gibt, na egal. Der gibt Schatz. Ich glaube nicht, dass es der Einzige sein wird. Pferderelief. Danke. Also, oder sollte ich den doch machen? Gibt immerhin Geld, ne? Okay, der hat einen Schwachpunkt. Nichts mehr. Okay. Kristallines Herz. Nett. Natürlich keine Rohrbomben mehr. 3 ist okay. Dann würde ich gern hier nochmal. Und hier noch eins. Da kann man noch eine machen. So. Rohrbomben sind wichtig. Habe ich so festgestellt. So. Das ist die Tür hier, oder? Hey, gibt's noch eine Tür? Ach ja, da, die nicht aufging. Na gut. Dann. Ein bisschen noch rot. Uncool. Abschnitt hätte ich jetzt aber auch nicht nochmal gerechnet. Kann man das abschießen? Ja, kann man. Dachte ich mir, weil das so rot leuchtet. Verschlossen. Brauche ich einen Schlüssel. Ah, Dietrich. Oh, Magnum-Munition, ich will irre. Können wir gleich mal nachladen. Schöne Gesellschaft. Ich sehe keine. Da drüben. Hin?
wenn man gesehen hat, macht das ganz schön Aua, wenn man da drunter läuft. Deswegen sollte ich mich nicht treffen lassen davon. Hier sind's geil, mehrere. Erledigt. Immer noch was zum Einsammeln, was noch? Man, den kann nie erscheinen, oder was? Doch, da. Okay. Aber hier ist immer noch rot. Das heißt, es muss noch irgendwas liegen. Schauen wir nochmal. Ich sehe natürlich wieder mal nix. Als wo sie hier wieder was versteckt haben. Na gut. Auch wenn die Ressourcen zwar nett wären, aber okay. So. Vielleicht hier oben noch irgendwas? Ah, Extra Bereich. Sind wir in dem Raum? In welchem Raum sind wir denn jetzt? Die werden jetzt aber nicht alle lebendig hier, oder? Wer hätte es gedacht? Was sind wir denn jetzt? Ihr bleibt tot, oder? Also wenn die alle aufwachen, gell? Ah, Abkürzung. Aber hier liegt auch noch irgendwas, oder? Wer weiß. Offensichtlich. Da ist immer auch gelbes X vor. Was gibt's hier? Mechanisches Teil Zylinder. Hier fehlt wieder der Strom. Hier fehlt ein Zahnrad, ganz und gar. Ganz ehrlich, mit so einem riesen Abstand hätte ich jetzt echt nicht nochmal gerechnet, ey. Krass. Min? Für was das? Was macht der Schalter? Also nur Licht. Links, da war glaube ich eh zu. Yep. Und
Heisenberg eigentlich mit diesen ganzen Typen hier gemacht, ey? Mechanischer Soldat, Modell Soldat Version 1.00. Leiche eines ausgewachsenen Mannes benutzt. Habe Herz entfernt und Kudo eingepflanzt. Muskelstimulation mit Elektroschocks erfolgreich. Hören tot, daher kaum kognitive Fähigkeiten. Bewegung nur durch Zerstörungswillen induziert. Danach Stillstand. Mechanischer Soldat. Kopfstück an Schädel angebracht. Elektroden melden stabile Gehirnströme. Experiment 1. Kampf gegen Lycans. Wurde nach 3 Minuten demontiert und gefressen. Fähigkeiten hinsichtlich Zerstörung und Tötung mangelhaft. Mechanischer Soldat Version 1.10. Habe Unterarm mit Bohrer ersetzt. Bewegungsfähigkeit aufgrund mangelnden Outputs unzureichend. Mit lebendem Körper versuchen. Version 1.15. Kudu-Reaktor im Brust implantiert. Deutlich verbesserter Output. Experiment 2. Kampf gegen Lycans. Innerhalb einer Minute 3 Lycans zerstört. Gutes Ergebnis, aber Probleme mit der Durabilität des Reaktors. Könnte bei Zerstörung des Reaktors unvermittelt Funktion einstellen. Ja, haben wir schon festgestellt. Machen wir Fotos. Gut, hier haben wir noch irgendwas. Zahnrad, wa? Ne, doch Zahnrad. Aber muss ich wieder gießen. Mal wetten, jetzt wird einer lebendig. Geht's denn hier hin? Ah ne, von da kam ich ja, lol. Aber hier erwartet uns wieder was. Was soll hier bitte schön noch sein? Ich check's nicht. Da! Ah, gut. Komm ich wieder hoch? Moment, ich kann hier gar nicht. Ich muss da hinten lang. Okay, als trotzdem gelohnt, hier runter zu gehen. Haben wir übrigens auch das eingesammelt, was hier verborgen war. Brauchst nicht ganz umsonst. So. Seit da, als sich einer aufstehen würde. Ich wusste es. Vorbei, Kollege. Langsam sollte ich mir mal Pistolenmunition auch ein bisschen ausharten, ne? Sonst ist da wieder schnell alle. So, nun ne? Wie komme ich jetzt wieder zurück? Warte mal. Hat doch einen Dingsraum hier lang, glaube ich. So eine Abkürzung gemacht. War das nicht hier? Karte der Fabrik, unterer Bereich. Wo
Gott, oh, ist auch riesig. Hier war das genau. Nee. Hä? Wait. Hier war ja keine andere Tür. Nee. Ich muss ja doch wieder runter. Irgendwo habe ich eine Lade oder so übersehen. Kann das sein? Geben, aber die wird doch eigentlich angezeigt, oder? Weil hier wird ja auch eine angezeigt. Hä, wie komme ich jetzt wieder da hoch? Ich komme nicht mehr da hoch. Okay, irgendwas habe ich da übersehen. Nochmal hoch. Tipp, 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 tipp. So, nochmal. Also hier geht's nirgendwo raus. Ich habe ja ein mechanisches Teil, was ich aber hier zum Beispiel nirgendwo einsetzen kann. Oder kann ich das kaputt schießen? Ich muss das Zahnrad hier reinmachen. Ah. Muss aber erst gießen. Dazu muss ich zurück zu dem Gießgerät. Ach, ich töte. Wir lassen einfach mal hier lang zu gehen. Gott, Gedächtnis wie ein Sieb, ey. Zahnrad. Sehr nützlich. Ja, sehr nützlich. Dafür ist noch genug Strom drauf. Echt jetzt? Enttäuscht mich. Ich dachte, wir könnten uns gegen dieses Miststück verbünden. Wirklich, wirklich enttäuschend. Wie wäre es lebendig? Sie hat mich uns zu ihren Kindern gemacht. Hat uns in diesem Dorf weggesperrt. All die Jahre mussten wir ihr dienen. Kannst du dir diese Demütigung überhaupt vorstellen? Ich bin nicht wie meine Geschwister. Ich will frei sein. Weg von der Schlampe! Also brauche ich Macht. So viel wie nötig ist, sie zu vernichten. Dies sind die Früchte meiner Macht. Die Starken vertilgen die Schwachen. Das ist der Lauf der Welt. Du hättest mich nicht abweisen sollen, Ethan. Krankes Arschloch.
Projekt. So, wo geht's hier lang? Nehmen wir erstmal das hier. Scharfschützenmuni. Ist vielleicht bei denen auch ganz gut angebracht. Wird eh nicht der letzte gewesen sein. Was denn? Geht bestimmt zu? Nee. Sollte man auch, glaube ich, benutzen gegen die das Scharfschützengewehr, ja? Sonst würde man hier nicht so viel Munition dafür finden. Oh, ich habe einiges. Ja, alles noch rot, natürlich. Als ob. Gib mir am Sack mit seinem Bohrer davor. Er lebt immer noch. Oh, immer noch. Dann ist die Chance für mehr. Bums hätte. Wo soll ich? Oh. Kam er gerade neben mich. Endlich. War gerade echt übel. Wieso stand der auf einmal neben mir? Es? Ihr wisst schon. War echt gemein. Ging mal mit der Pistole, aber eigentlich schneller. So, hier habe ich jetzt alles hier oben. Und hier unten ist noch rot. Komm ich daher. Hey. So, hier haben wir alles. Hier ist noch ein Schrank. Der hier ist noch rot. Ah, dachte ich mir. Jetzt haben wir alles. Dann sollen wir wohl hier durchgehen. Ja, Messer benutzen. Ja.
Warte mal jetzt. Wieder ein großer Bereich, wo wieder ein Gegner kommen wird, wa? Oh, man sieht man schon, wie seine Minen ausrüsten, okay. Meine Munition hat ganz schön nachgelassen. Ah ja, sieht man schon, dass die Dinger wieder da sind. Normale kommen. Hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Ich will irgendwas zum Sammeln hier, komm. Ah, ich meine Mine wieder. Extra Bereich, oder? Naja, dachte ich mir. Ja, dann kommt jetzt vor mein. Zwei sogar, natürlich. Wollt ihr seinen Gegner auf dem Rücken oder was? Merke, 3 Minen reichen aus. Da geht's weiter. Hier ist noch ein Schrank. Oh, mit Schrotflintenmuni. Sag ich nicht nein. Okay, hier oben haben wir alles. Aber hier unten fehlt mir noch was. Was soll mir hier noch fehlen? Ich. Hinten mit dem einen Raum vielleicht verbunden? Mit dem hier irgendwie? Wie komme ich da rein? Kann man das schieben? Hey Kollege! Steh mal auf! Ein sterben noch 2 Minen. Aber danke, dass du mir die Tür aufgemacht hast. Magnum Munition. Hat sich definitiv gelohnt. Immer noch nicht alles. Wie jetzt? Ist euer Ernst?
denn noch? Das ist ja nervig. Ah ja, komm, egal. Wir sind jetzt hoch. Ja. So, weiter geht's. Jetzt war noch irgendwas zusammen, das gibt's doch nicht. Bin ich echt so blind? So, wir haben jetzt den Fahrstuhl da aktiviert, beziehungsweise dass wir da rüber können. Ich würde jetzt gerne nochmal speichern gehen und nochmal kurz zu Duke. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende von der Folge. Das ist schon eine ziemlich kranke Fabrik hier. Hallo Duke. Du möchtest etwas kaufen? Ja. Was Neues hast du ja nicht, außer die neuen Waffen. Also, ich kann erstmal verkaufen. Großer Kristall. Eck. 5. Oh, 6 Stück davon. Ach, es gibt auch ein großes, okay. Den würde ich noch gern behalten. Ach, das ist ein Schatz gewesen. Ja, das wäre ein, das ist kombinierbar, sehe ich gerade. Der Rest ist nur wertvoll. Okay. Gesehen und gekauft. Was kann ich denn da kombinieren? Ein gutes Geschäft, das muss ich schon sagen. Fehlt noch ein zweites Ding dazu. Aber gerne. Können wir noch keine neue Waffe leisten. Die hier würde mich schon echt reizen. Mit 1160 Schaden ist schon geil. Aber so viel Geld habe ich leider nicht. Hals und Bauch. So, nochmal kurz hier Item Management machen. So, zack. So, Magnum tun wir mal hier hin. Ich hätte noch Platz für die Waffe. Aber trotzdem langsam echt eng. Immerhin renne ich hier mit 2, 4, 6, 7 Waffen rum, die ich nicht mal brauche, Alter. Einbruch! Siehst du, ich könnte hier nochmal nachladen. 5 Schuss. Hast du eigentlich neue Rezepte? Aber gerne. Nee, gell? Nee. Aber Munition wäre auch cool. Gerade das hätte ich gerne. Ich nehme auch nochmal 30 mit. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Auf Wiedersehen. Gut, da haben wir uns nochmal ein bisschen gerüstet. Ich hätte gerne noch ein paar Minen. Minen sind echt gut. Also Minen und Rohrbomben sind echt nicht verkehrt. Brauche einen Schießpulver, einen Metallreste und hier rostige Reste. Ne, dann lieber. Ja. Hier kann ich 2 herstellen, da nur eine, nämlich 2 Rohrbomben. So, sind wir gerüstet, denn ich vermute mal, es wird gleich wieder ein neuer Bosskampf kommen. Und den sehen wir dann in der nächsten Folge. Würde mich natürlich wieder freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin, haut rein, euer Doomsday bei DGV.